Hallo YouTube, wie bereits in meinem ersten Messervideo angekündigt, möchte ich euch auch meine restliche Messersammlung nicht vorenthalten. Heute möchte ich euch einen Teil meiner feststehenden Messer zeigen. Anfangen möchte ich mit einem Video über meine Messer von Bike River. Vielleicht kommt morgen oder übermorgen noch ein weiteres Video über meine Messer von Tops Knives, aber da ich schon in 2 Tagen in den Urlaub fahren werde, kann es auch sein, dass dieses Video erst nach meinem Urlaub fertig wird. Okay, dann viel Spaß beim Reinschauen. Das kleinste Messer in meiner Bike River Sammlung ist ein Bravo Necker 1, ein Neckknife von Bike River mit einer Fulltank-Klinge aus CMP 3V Stahl und blauen C-Tech Griffschalen. Das ist das 2015er Modell mit den geschraubten Griffschalen. Die dazugehörige Lederscheide hat einen integrierten Magneten, der das Messer am Herausfallen hindert, wenn man es als Neckknife um den Hals hängen hat. Das ist einerseits sehr praktisch, aber hat auch den negativen Aspekt, dass die Messerklinge ebenfalls magnetisch ist. Das nächstgrößere Modell in meiner Sammlung ist ein Bravo Gunny mit einer Fulltank-Klinge aus A2-Stahl. Das ist der Hausstahl von Bike River. Das Messer hat eine Klingenlänge von 9,6 cm, eine Klingenstärke von 4 mm und einen schönen Griff aus Kokobole-Holz. Das nächste Messer in meiner Bike River Sammlung ist das STS-5 mit einer Klinge aus 154 cm-Stahl und schwarzen Mercator-Griffschalen. Dieses Modell hat eine Klingenlänge von 14 cm und eine Klingenstärke von 6,8 mm. Das wird nur noch von meinem Cold Steel Trailmaster übertroffen. Das ist übrigens das einzige Modell in meiner Sammlung, abgesehen vom Tech Ops 8, das von Bike River mit einer Kydex-Scheide ausgeliefert wurde. Alle anderen Modelle kommen entweder in einer braunen oder schwarzen Lederscheide. Das nächste Modell ist ein Bravo Vortex mit einer Fulltank-Klinge aus A2-Stahl und schwarzen Canvas-Mercator-Griffschalen. Dieses Messer hat eine 14 cm Klinge, First Production Run, eine Klingenstärke von 5,5 mm und es kommt mit einer Lederscheide, die auch horizontal getragen werden kann. Das nächstgrößere Messer in meiner Bike River Sammlung ist das Bravo Strike Force. Dieses Modell hat ebenfalls eine Klinge aus A2 Stahl, Green Black Canvas Mercator Griffschalen, eine Klingenlänge von 17,2 cm und eine Klingenstärke von 6,4 mm. Das nächste Messer ist wohl eines der bekanntesten Modelle aus dem Hause Bike River. Das ist das Bravo 2 mit einer CMP S35 VN Klinge, schwarze Canvas Mercator Griffschalen, eine Klingenlänge von 17,8 cm und eine Klingenstärke von 6 mm. Das nächstgrößere Messer ist das Bravo Survivor, eine kompaktere Variante des Bravo 3, mit einer Full-Tank-Klinge aus A2-Stahl, Black-Linen-Mercator-Griffschalen, eine Klingenlänge von 18 cm und eine Klingenstärke von 6,7 mm. Das zweitletzte Messer in meiner Bike River Sammlung ist ein Blackjack Tech Ops 8. Diese Modelle werden ebenfalls von Bike River in Escanaba in Michigan gefertigt. Dieses Messer ist mein einzigstes Bike River, das mit einer Klinge aus 1095 Kohlenstoffstahl ausgestattet ist. Full Tang, eine Klingenlänge von 21,3 cm und einer Klingenstärke von 5,5 mm. Dieses Modell hat mir so gut gefallen, da musste ich noch ein zweites von haben. Das letzte und größte Messer meiner Bike River Sammlung kennt vielleicht der eine oder andere aus meinem letzten Video. Das ist das Grasso Bolo 3
Diese Version ist aus A2-Stahl statt dem regulären 5160-Stahl und kam mit einer schwarzen anstelle einer braunen Lederscheide. Das Messer hat eine Klingenlänge von 30,5 cm, eine Klingenstärke von 5,5 mm und Griffschalen aus schwarzem Canvas Micarta. Und auch dieses Modell ist typisch für Bike River: Full Tang, hochwertig verarbeitet, konvex angeschliffen und kommt schon ab Werk Rasiermesser scharf. Und wie bereits in meinem letzten Video erwähnt, ist dieses Messer nicht nur mein größtes, sondern auch seltsamerweise das schärfste Messer in meinem Besitz. So, das war's jetzt mit meinem Video über meine Bike River Messersammlung. Ich muss an dieser Stelle einmal vielen Dank für das große Interesse und die vielen Abonnenten für mein erstes YouTube-Video für Stefan123321 sagen. Obwohl ich ja erst gegen Ende an der Giveaway-Aktion von Stefan mitgemacht habe, hat mein Video bis zum Ablauf der Aktion Ende Juni mit die meisten Klicks und meisten Likes bekommen, wenn man mal von großen YouTubern wie Schnorres58 oder Dennis von Fuba Forest Films absieht. Das ist wirklich klasse, damit hätte ich nicht gerechnet. Viele Zuschauer haben unter meinem letzten Video oder per Nachricht nach einer Fortsetzung über meine restliche Messersammlung gefragt. Diesem Wunsch möchte ich natürlich bei so viel Anteilnahme gerne nachkommen. Ich wollte auch schon viel früher mit neuen Videos aufwarten. Ich hätte auch gerne bei ein paar Giveaway-Aktionen von anderen YouTubern mitgemacht, aber in den letzten Wochen hatte ich entweder keine Zeit, ich hatte auch Zwischenprüfungen an der Uni, oder mir fehlte der Ansatz, ein Video so umzusetzen, damit es meinen Ansprüchen gerecht wird. Jedenfalls fahre ich, wie am Anfang des Videos erwähnt, am Donnerstag für 3 Wochen in den Urlaub. Und da ich eine Fortsetzung schon seit längerem versprochen habe und eine Vorstellung all meiner feststehenden Messer auf einmal ein zu großes Projekt wäre, habe ich mich entschieden, die Messer nach Hersteller nach und nach vorzustellen. Da meine 3 liebsten Messerschmieden Bug River, Topps Knives und Lion Steel sind, werde ich mit diesen Messern anfangen. Diese Messer machen auch fast die Hälfte meiner über 70 feststehenden Messer aus. Das nächste Video wird dann über meine Messer von Topps Knives sein. Aktuell habe ich von denen 12 Messer in meiner Sammlung. Allerdings glaube ich nicht, dass ich dieses Video noch vor meinem Urlaubsbeginn fertig bekomme. So oder so geht es hier ab Mitte September weiter. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus dem Kraichgau.